following up on a lead given to me by Leon has brought me here. Und damit willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica X. Und natürlich klettert er ganz Solid Snake Style diese Klippe hinauf und verliert seinen Rucksack. Einen anderen Weg gibt's nämlich auch nicht. Man muss sagen, da hat er schon angefangen, Steroide zu nehmen, ne? Ganz schön breit geworden. Ja, und somit spielen wir dann noch Chris. Chris Rothfeld. Naja. Nehmen direkt erstmal ein paar Sächelchen mit, ne? Ist ja klar. I didn't expect to find another living person left on this island. Who are you? I came here looking for a certain girl. A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say Claire? You know who she is, don't you? Don't worry about her. I helped her escape. Several planes took off from this island not long ago. While I can't say for certain, she was probably on one of them. I see. I guess my sister owes you. Thanks for helping. Everyone's gone. I may be the only other person left. Go on. Follow your sister and get off this island. Oh. Ja, Mensch, das ist ja blöd, ne? Gut, das Problem ist, ich muss ihn retten. Ja, warte doch mal jetzt. Chill. Mir speichern. Gut, das sind Pfeile. Das ist natürlich toll. Das einzige kleine Problemchen ist, hier ist nichts drin. Weil deswegen wollte ich zum Beispiel auch ein paar Sachen drin lassen. Die teilen sich das nämlich. Aber jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem. Ich kann das sowieso alles nicht benutzen. Das Messer kann erstmal hier rein. Brauche ich nicht. Wir speichern einmal. Das ist halt ärgerlich. Deswegen wollte ich ein paar Waffen drin lassen. Eigentlich wäre hier, glaube ich, der Bogen ganz gut und Explosivfallen. Die hätte ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht, weil ich die verballert habe. Aber es wäre ganz nice gewesen. Weil das bedeutet, problematisch, ne? Das bedeutet nämlich, ich muss das alles mit der normalen Pistole machen. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Aber hey, ne? Aua. Ja, kleiner Raum, du. Okay, er dreht sich nicht zu ihm direkt um, alles klar. Claire hat es ein bisschen einfacher. Alter, so. Das Ding ist, ich muss versuchen, den zu retten, den Boy.
weiß aber nicht, ob ich das überhaupt mit der normalen Waffe schaffen kann. Ich hoffe. Oh. Ich dachte, er lädt jetzt nach. Naja. Cool. Warum schießt... Achso. Falsche Taste gedrückt. Scheiße. Das wird eng. Ich sag's mal so. But I have to try it. Als ob der mich mit dem Stein getroffen hat, die Sau. Wo ist er hin? Ach, da. Ja, jetzt wäre natürlich Explosivpfeile ganz cool, weil so viele braucht man davon nicht. Achso, ja, wir drehen uns auch nicht zu ihm um, ist cool. Ich weiß ja nicht, ob die genug Output an Damage hat, die... normale Pistole. Ah, shit. Hat mich umgewerft, die Sau. Oh ja, ihr knapp, du. Na, jetzt ist er irgendwo rausgekommen, wo ich ihn nicht sehe. Geil. Naja. Kann ich mal das hier machen? Hi. Als ob der genau bei mir rauskommt, ist da wohl hier. Abgekartetes Spiel ist das. Ach, guck mal, was haben wir denn hier liegen? Nice. Guck mal, direkt hier haben wir noch mehr Pfeile. Warum ich die überhaupt mitgenommen? Ich hätte sie da lassen sollen. Oh Mann, ey, deine Mama. Mann. Ach stimmt, ich habe aber das durch mir aufgebaut. Scheiße, der kommt genau jetzt hier raus, ne? Warte. Kann ich das schaffen? Ich habe sogar zwei. Achtung, warte mal, dann kombinieren wir das und das. Kann ich das damit auch kombinieren und ist weg? Nee, machen wir mal lieber nicht. Benutzen erstmal das hier. Boah, ob ich den besiegen kann mit der normalen Waffe? Ich bin mir nicht so sicher. Ne? Sagen wir es mal so. Glück gehabt. Ja, easy. Chris kann das. Ah, oh, ist kotzt. Hat nicht geschmeckt. Ja. Das gibt mir was zur Belohnung. Hold on! Don't give up! Looks like I can meet my family again. Here. Take this. What? She gave this to me as a token of thanks for saving her. I won't need it anymore. Take it. Übelst dramatisch. So, Feuerzeug genommen. Okay, und mit diesem Feuerzeug, das brauchen wir nämlich. Das weiß ich noch, weil wir können, glaube ich, in dem Raum jetzt sind das Maschinenpistolen? Auf jeden Fall andere Waffen.
Aber ich weiß nicht, ob es Maschinenpistolen sind. Aber ich glaube ja, irgendwie sowas, also eine gute kleine Waffe. Sagen wir. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Es sind die Maschinenpistolen. Ja, wunderbar. Schön. Nehmen wir. So, jetzt haben wir hier ein Feuerzeug. Mit dem laufen wir jetzt hier ein bisschen rum und sagen, hallo. Licht, Licht. Okay, pass auf. Wir stecken das erstmal weg. Wir holen uns das mal raus. Die Pfeile packen wir wieder rein, weil die brauchen wir eh nicht. Dann speichern wir. Weil den Wurm will ich nicht nochmal bekämpfen. Ah, das geht tatsächlich. Dauert länger, aber ich meine, Chris kann auch Pflanze 42 einfach so bekämpfen. Der braucht kein Gegengift. Der macht ihn einfach so kaputt. Also kann natürlich auch so ein Wurm kaputt machen. Ist da easy, ne? Also für Chris kein Problem. Okay, die kommen wieder rein. Tschüss. Und ja, dann nehme ich das mit. Nehme ich es nicht mit? Ne, ich nehme es nicht mit. No risk, no fun. Ne? So. Wir machen jetzt Chris Run mit Feuerzeug. Nicht. Ich weiß auch nicht, ob es so gut ist, die jetzt schon zu benutzen. Keine Ahnung. So, da ist der Rodrigo, der Stoat. Und dann geht es weiter. Lalalala. Ein Schalter. Ja. Hui, der geht sogar. Geil. We can Fahrstuhl fahren. Auf. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen. Wird cool. Ich glaube, wird cool. Ja, ja, ja. So, wo kommen wir hin? Das ist die Frage. Soll ich das mit der machen? Pff. Nee, eigentlich nicht. Das ist mir zu schade jetzt erstmal. Und hier kann ich aber machen. Batterie. Ah, wir brauchen Battery. Ja, ist klar. Hier ist auf jeden Fall noch einer. Aber wo ist er? Da, oh. Der ist aber nah dran, du. Hat Stevia seinen Daddy getötet. Die Sau. Ist hier irgendwas? Nö. Also durch die Tür. Warum ist die Luke da auf? Das, na klar, ist ein Panzer. Entscheide, was ist das hier? Ist ein RC-Panzer. Wo ist die Fernbedienung? Gib sie mir. Ja, tschüss Panzer, ne? Hau rein. Als ob deine... Na klar, hey. Oh, was sehen denn meine trüben Äuglein dort? Pistolenmunition. Sehr gut. Können wir direkt hier mal kombinieren. Zack. Ich glaube, durch die Tür bin ich gar nicht gekommen, deswegen wir gehen direkt runter. Pff, okay. War hier was? Schatten, okay. Okay, ich gehe davon aus, das ist irgendwas, aber das probiere ich mal noch nicht. Oh, was sehen denn meine entzündeten Äuglein da?
Die sind zwar nicht entzündet, aber sie sehen was. Okay, nochmal ein bisschen blaues Kraut, alles klar, nehmen wir mit. Aber das ist natürlich ein bisschen interessanter. Ich will wissen, was da unten ist. Hier ist nochmal. Oh, guck mal hier. Alter, Säuregranaten, glaube ich, ne? Okay, mit ihm finden wir jetzt erstmal natürlich ganz schön viel. Hier ist nochmal Munition. Ja, nimm doch mal die Munition mit. Okay, das ist doch schon mal nett. Was ist hier so? Ein Helm? Ja, eine Schublade öffnen? Ja. Ja, und was? Ist das mal Rätsel vom Spiel? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt mit Rot. Okay, da ist nichts drin. Auch nicht. Nee, die hatte ich doch schon, verdammt. Sie lässt sich nicht öffnen. Oh. Oh. Das ist auf jeden Fall. Okay, das ist die letzte anscheinend. Mit was hatte ich denn jetzt angefangen? Rot. Ich probiere es nochmal rot. Dann hatte ich blau genommen, glaube ich, ne? Ich versuche jetzt erstmal hier so eine Kombo durch und dann. Okay, gut. Anscheinend war es das schon. Braun, denke ich mal. Das dürfte die letzte. Ah. Ah, guck. Was mache ich damit? Kann ich nicht mitnehmen, verdammt. Ja gut, blöd gelaufen. Egal. So, lass mal gucken. Schrot. Das ist schön, aber wir haben gar keine Schrotpistole. Deswegen brauchen wir das nicht. Ups. So, zack, zack. Da ist noch mehr. Das benutzen wir gleich erstmal zum Speichern. Wir gehen jetzt erstmal hier an den Schrank. Joa, puh. Das, obwohl, warte doch, habe ich den Granatwerfer? Habe ich den noch drin hier, ne? Ich habe leider keine, also die ganzen anderen Waffen, die hat, die Schrot, warte mal. Haben wir überhaupt einen Schrot gehabt bisher? Nee. Ich nehme die einfach mit. Ich weiß zwar nicht, was ich damit kann. Also, kann die irgendwas? Nee, ist nur eine Replik. Also, die kann gar nichts. Cool, danke. Schön, freut mich. Hab bestimmt irgendein krasses Secret oder so. Von ich keine Ahnung habe. So, wir speichern nochmal an dieser Stelle. Speicher bitte schneller, danke. Okay. Ja, ne, würde man sagen, geil. Dann. Nehme ich. Weißt du was? Ich nehme den Granatwerfer mit. Ich fühle mich damit einfach sicher. So eine zweite Waffe wäre, glaube ich, ganz nice. Und ein Granatwerfer ist doch immer gut. Ich sollte die Karte auch öfter benutzen, damit ich weiß, wo ich hin kann und wo nicht. So. Schön. Lava verbrennt Wälder, fließt ins Meer und bildet dort eine neue Ebene. Hm. Also, ja. Interessant. Okay. Erstmal hier wieder. Oh. Oh, die beide Battery? Ist das eine. Ne. Okay. Batterie. Das ist die Batterie, oder? Denke ich. Alter, habe ich mich erschrocken. Junge, Junge, Junge. Ah! Weg hier, weg hier. Oh Gott, da kommt noch einer.
Was ist das hier? Ein Kanalschacht. Er ist gut verschlossen. Ich kann ihn von hier nicht öffnen. Ja gut, das ist jetzt ärgerlich. Tschüss. Bevor wir über den Fahrstuhl gehen, zurück. Ich glaube weiter. Ich glaube, durch die Tür kommen wir erst mit irgendeinem Gegenstand. Aber frag mich nicht. Emblem, Karte, Emblem, Emblem. Irgendwas werden wir brauchen. Okay, aber die Batterie können wir hier einsetzen. Denn hier hat sie gefehlt. Jetzt geh da hin. Herr Gries. Oh, nice. Müssen wir jetzt hoch? Geh davon aus. Ach stimmt, sind die denn nicht durchgefallen? War das nicht so? Hm. Erstmal da lang. Was hier? Aha. Cool. Hier ist ein Dokument. Bericht über korrosionsresistente Legierung. Eigentlich hatten wir ja vor, die neue korrosionsresistente Legierung namens Deploid dazu zu verwenden, eine Lagerkapsel für unsere neue Substanz zu bauen. Wir mussten diesen Plan aber schließlich doch fallen lassen. Denn trotz ihrer großen Widerstandskraft gegen alle möglichen Chemikalien bis hin zu stärksten Säuren löst sie sich doch schnell auf, wenn sie mit einer Mischung aus Clement Alpha und Clement Beta. Ist das Beta? Nee, das ist nicht Beta. Gamma? Delta? Omega? Man weiß es nicht. Epsilon. Aha, Clement Epsilon könnte sein. Ich habe keine Ahnung. In Berührung kommt. In Anbetracht des tödlichen Potenzials der neuen Substanz können wir bei der Wahl eines Materials für ihre Lagerung gar nicht vorsichtig genug sein. Stattdessen haben wir das Deploid jetzt für den blauen Teil der Adlerwappen benutzt. Information zu Clement. Die Alpha-Variante wird zur Waffeninstandhaltung eingesetzt und weist keinerlei merkwürdige Eigenarten auf. Die Epsilon, keine Ahnung, Variante hingegen verfärbt sich bei einer bestimmten Temperatur blau. Ein merkwürdiger Zufall, dass diese Temperatur exakt dem Datum entspricht, an dem diese Trainingseinrichtung fertiggestellt wurde. Aufgrund unserer Analyse der Epsilon-Variante glauben wir, dass Clement noch mehr zu bieten hat. Sobald wir neue Fakten herausfinden, werden wir sie in diese Datei aufnehmen. Oder auch nicht. Aha, Legierungen, alles klar. Was muss ich tun? Oh, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter. Oder auch nicht. Achso, hier, waren wir durch die Tür durch? Nee, wir sind ja gerade hochgefahren. Können wir gar nicht durch die Tür gekommen sein. Die ist ja gar nicht mehr nackt. Mann, ey. Das war toll. Alexia? No. She's already fully awake. Chris, oh little fishy, come see my hook. Chris, I'm sending some company to keep you entertained. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy! Okay, ein Hunter. Alles klar. Danke, Wesker. Danke. Ich muss sagen, also nett von dir. Überaus nett. Warum sind hier eigentlich keine Zombies mehr? Hier waren mal welche, das weiß ich noch. Bin ich hier überhaupt durch? Bin ich hier gerade durchgegangen? Ich habe keine Ahnung. Kann man direkt die Sequenz, wir werden es gleich erfahren.
Scheiße. Nein. Tja. Nun ist weg. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Offenbar wieder raus. Ciao. Ich weiß nicht mal, was da war. Ein Speicherraum war da. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier richtig bin, aber hey. Offenbar nicht. Moment, hier ist so eine Tür. Kann ich da durch? Kann ich nicht. Gut, dann bin ich hier falsch. Kann ich hier lang? Nein. Ja, dann. Ne? Würde ich sagen. Gehen wir mal hier durch und ballern den ab. Ja. Ist da noch einer? Nee. Ui, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ja, nice. Ja, die nehmen wir natürlich mit, oder was? 8 Plätze. Sehr gut. Ah, bist du blöd, oder was? Bleib mal liegen. Okay, ach so, hier war das Labor. Ja, keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, ne? Wir gehen einfach durch die Tür. Macht da nichts. Ach, hier bin ich. Scheiße. Türklinke fehlt noch. Belastend, ey. Ja, kacke, hier geht's auch. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Gut. Dann muss ich mal wieder hoch. Hier fehlt also die Türklinke. Das ist natürlich doof. Ja, gut. Und jetzt geht's wieder zurück. Ich denke mal, die müssen wir irgendwie noch finden, die Türklinke, weil da müssen wir irgendwie weiterkommen. Aber hier muss ich da auch noch weiterkommen können. Warte mal, war hier oben nicht ein Fahrstuhl? The elevator is there. Karte öffnen. Die Karte mal öffnen. Von da sind wir. Okay, da brauche ich gar nicht. Da kann ich nur gucken, ob Items liegen. Aber sonst macht es eigentlich. Nee, da liegen keine Items. Das hätte ich ja vorher gesehen. Aber hier ist der Fahrstuhl. Kann ich den benutzen? Bitte? Offenbar schon. Cool. So, im ersten Stock 2F. Ich fahre mal ganz da unten. Warum nicht? Wir gehen einfach mal durch die Tür. Was soll passieren? Okay, tschüss, hier ist Gift. Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Lal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 a. Dann gehen wir einfach die Treppe runter. Dudelululu. Ach, das war aber wieder hier irgend so ein.
Resident Evil macht sowas, also da hängt doch nicht einfach so eine Waffe rum. Das bedeutet, dass wenn ich die abnehme, irgendwas passiert und ich nicht weiterkomme. Ich kenne das doch. So, die nehme ich einfach auch mit, weil, warum nicht? Safe muss ich die, wenn ich die jetzt mitnehme, irgendein Weg wird mir geöffnet. Höchstwahrscheinlich zumindest. Mhm. Nice. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Dich habe ich gesehen, mein Freund. Du surprisest mich aber nicht. So. Red Crouch ist der... Oh, eine Leiter. Ach, vielleicht komme ich mit der Leiter da hoch. Ich kann leider nur eins davon mitnehmen. Das ist natürlich belastend. Ich hätte gern beide mitgenommen. Machst du aber nichts. So. Wir klettern mal hoch. Mal gucken, was passiert. Aha. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Danke. Tschüss. Aha. Okay. Das heißt, somit kann ich mir den Weg dahin irgendwie frei machen. Und, muss aber wahrscheinlich wieder runter zur Schrotflinte. Die wieder anhängen, damit ich weiterkomme. Und vermutlich das Clement irgendwas herstelle. Eins von beiden werde ich herstellen müssen. Wahrscheinlich eh, weil eh ja besonders ist bei irgendeiner Temperatur. Was genau das sein wird, ich hätte erst ablegen sollen und dann speichern, egal. Was genau das sein wird, werden wir sehen. Ich werde an der Stelle jetzt die Folge beenden. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Haut rein.